So, hallo, wir machen weiter bei Cult of the Lamb. Letztes Mal war kein schöner Part, denn wir haben Felix verloren und zwar unwiderruflich. Ich krieg ihn nicht wiederhergestellt. Ich habe ihn als Dämon abgegeben. Ich wusste nicht mal, dass ich den Dämon abgebe. Ich wusste nicht mal, dass der Dämon weg ist. Er ist einfach weg. Finde ich doof, kann ich nicht ändern. So. Als kleine Quest müssen wir dieses Ritual hier durchführen. Das machen wir, wenn ich wiederkomme. Jetzt machen wir erstmal Gehirnwäsche und wir gehen auf den Kreuzzug. Wir probieren es nochmal. Es ist so ein Quatsch. Es ist so ein unfassbarer Quatsch. So. Weil ich... Wie gesagt, ich wusste ja nicht mal, dass ich ihn hergebe. Also... Was ist eigentlich der Hunger? Wie sieht der Hunger aus aktuell? Steht da nicht. Hunger passt. Okay, los geht's. Ich hab... Nein, stopp, erst Dämonen herstellen. Also, jetzt stelle ich wieder Dämonen her. Ich werde sie diesmal aber nicht verlieren. So, fight. Ich werde einfach nichts machen, wo ich das Gefühl habe, ich muss irgendwas hergeben. Nichts derartiges werde ich tun. So, Bartman. Und ich hatte ja Dämonen nur deswegen hergestellt. Es regt mich so auf. Ich hatte Dämonen ja nur deswegen hergestellt. Damit ich die nicht verliere. Nicht verliere. Wirklich. Ich bin so sauer. Ja, komm, nimm mir Balzbub noch mit. Ich bin so sauer. Weil es genau das Gegenstück von dem ist, was es sein soll. Da haben wir eigentlich schon Missionar 3. Ne, wir haben noch gar nicht Missionar 3. Stabil. Was brauche ich für Missionar 3? Natürlich Goldbarren. Was auch sonst. Da habe ich auch nur 10 Stück letztes Mal hergegeben. Was stand da dort? Irgendwas stand gerade beim Kult. Ah, jetzt wo wir da verwandelt werden. Habe ich mitbekommen ins Spiel. Danke. So, wir gehen in die richtige Stage. Ich kann gerade keinen kaufen. Okay. Sonst hätte ich gerade Felix zurückgekauft. Ey, jetzt ist... Ganz ehrlich. Ich bin jetzt gespannt, ob in dieser Stage wieder der Verlauf sein wird, dass ich einen verliere, weil er mir einen umbringt oder so. Kann ja durchaus passieren. Vampir, okay, eine Donnerbüchse ist cool. Vampir jetzt vielleicht nicht die beste Donnerbüchse. Aber Donnerbüchse ist grundsätzlich erstmal cool. So. Oh, oh, okay. Das ist jetzt Shroomy. Du bist der nächste. Du bist der nächste. Astragalagoi-Dings-Spieler. Ah, genau, ihr Grundrechte seid alle gleich. Seid nicht so die Anhänger, die euch anbeten. Rathor war an, dass er ist immer treu geblieben. Ja, laber nicht. Ich gehe einfach Astragalagoi spielen. Ja, mache ich. Okay. Gut, hier ist nichts Spannendes. Gleich weiter. Oh, wollte ich nicht. Nice, schönes Relikt. Das ist nämlich der Blitz-Dings. Der ist cool. Der ist tatsächlich cool. Und da haben wir schon die Tarotkarte, auch sehr schön. So. Geben wir Tarotkarte. Oh.
5 Sekunden Abklingzeit mit der Sprengung. Kritischer Treffer. Ja, das nehmen wir. So, und wir können gerade so eine neue Tagkarte kaufen. Let's go. Immun gegen Gift. Erhalte 5. Ja, dann nehmen wir den Gift. Dann nehmen wir Gift-Dings raus. Giftfähigkeit rausnehmen ist nicht verkehrt. So. Alles laggt. Hilfe. Hallo? Hallo? Spiel? Oh, yes. Und da kommt der. Hast du dich schon mal gefragt, was dich erwartet, sobald deine Aufgabe erfüllt ist? Was wohl aus dir wird? Das Lamm ist schließlich das Opfertier, zum Schlachten gezüchtet. Wenn ich dich schon nicht aufhalten kann, so kann ich dich zumindest auf das Leid vorbereiten, das auf dich wartet. Er war der fünfte Bischof des alten Glaubens, unser Bruder, jener, der wartet. Damals war unter dem Namen Narinda bekannt. Ja, wow, zwei. Zwei. Er hat sich einfach zwei gekrallt. Er hat sich einfach zwei Anhänger gekrallt. Und genau diese zwei... Ja, toll. Und genau diese zwei hätten jetzt wieder Veit oder Bartman sein können. Und halt natürlich auch Felix. Und das wollte ich verhindern. Und dann nehme ich Felix als der, wo ich... Ganz ehrlich. Aber was ich jetzt zumindest weiß, die Entscheidung, auf diese Mission als Dämon zu gehen, war goldrichtig. Denn da ist genau das passiert, was wir befürchtet haben. Es ist exakt das passiert, was ich befürchtet habe. Dieses blöde Drecksviech, ey. Wahnsinn. Digga, ich hab da oben den Raum ausgelassen. Warum hab ich da einen Raum ausgelassen? Ah, falsche Taste. Die wollte ich drücken. Nice Truhe. Sehr gute Truhe. Wichtig und richtig. Sehr schöne Truhe, ja. Okay. Ressourcentechnisch ein sehr schöner Raum. Okay. So. Sehr schön. Schön viel Kohle wieder mitgenommen. Wunderbar. So, hier gibt es eine Karte. Wir gehen auf jeden Fall Karte holen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir gehen auf jeden Fall eine Karte holen. Fisch hinterlassen. Waffenschaden erhöht sich. Let's go. Und neue Anhänger brauchen wir dringend. Neuer Felix. Okay. Jetzt schön Blumen auch wieder hier übrigens. Zuhören. O Finsternis, o Leiden, was sagst du, Lamm? Heißt du die Grausamkeiten der Welt willkommen? Das Leben ist schön. In einem solchen Land Anmut zu sehen, ich kann mich nicht in der Gegenwart eines solchen Wahns aufhalten. Okay, vielleicht doch kein neuer Anhänger. Er fand wohl nicht, dass das Leben schön ist.
Chef. Habe ich es jetzt echt versaut? Ach, komm. Okay, das Leben ist nicht schön. Kollege! Ach, komm, dann halt nicht. Dann nehme ich dich halt nicht mit. Ach, holen wir uns Bären. Also Trauben sind's ja. Ich kann das alles nicht mehr. Und noch mehr Trauben. Komm, let's go. Da habe ich 142 Trauben. Ich weiß gar nicht, was ich damit alles anfangen soll. So. Der wievielte Miniboss ist denn das jetzt? Ich weiß es gar nicht. Trainer hat ein hohes Alter erreicht. Toll. Unser Clan sinkt. Unser Clan sinkt. Und ich habe es nicht geschafft, neuen Anhänger zu rekrutieren. Ist es nicht toll? So, was haben wir hier? Ampelschuss. Bei göttliche Pest schon auch krass war, ne? Ne, warte, wir machen's. Ich hab's nur noch nicht so viel eingesetzt. Ich hab's nur noch nicht registriert, dass ich einen göttlichen Flug dabei habe. Ja, göttliche Pest ist krass. Nehmen wir mit auf jeden Fall. Also beziehungsweise behalten wir auf jeden Fall. So, neue Tarotkarte, let's go. Bessere Truhen. Und ich könnte wieder Gold ausgeben, aber ich glaube, diesmal lassen wir es. Wir haben jetzt genug Tarotkarten. Ich habe gerade wieder die 40 zusammen. 40 Gold sind halt immer noch 40 Gold. Oh, hier ist der Boss. Da können wir noch nicht lang gehen. Erstmal noch nach oben. LOL, da war einfach ein blaues Herz. Wo kam... Ach nee, das kam vom Dämon, ne? Sehr gut. Gut, das war's dann. Können wir zum Boss gehen. Ich glaube, es ist noch ein Mini-Boss oder so gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir sind im dritten Abschnitt sind wir, glaube ich, jetzt gelandet. Ich glaube, wir sind im dritten Abschnitt. Wir werden es gleich wissen. Ja. Auras. Erstmal die Pest ausprobieren. Ja. Ja. Alter, ich habe so viel Schaden gerade abgezogen.
Womit auch immer. Ich glaube, mein Dämon war's. Alter, was ein krasser Kampf. Ja, immerhin einen Anhänger kriegen wir wieder zurück. Das ist dann Felix. Neuer Felix. Es ist so, so bitter. Oh, und jetzt haben wir die Geschichte gehabt. Wir hatten es das letzte Mal. Da habe ich ja das Ding freigeschaltet, dass man Sünde bekommen kann. Nach einem Boss. Und tatsächlich haben wir jetzt hier auch Sünde bekommen. Geil. Dann nehmen wir eine Sünde mit. So, und das war jetzt auch, glaube ich, dann der... Genau, der dritte. Das heißt, beim nächsten Mal geht das Tor hier wieder auf. Chillig. So. Sehr gute Ausbeute. Sehr, sehr gute Ausbeute. Kann man nicht anders sagen. Ja, ihr seid ein bisschen erschöpft, aber das ist okay. Du bist neu. Hau raus. Okay. Kann nicht schreiben. Jetzt. Felix 2. Hallo. Jetzt. Okay, ja. Also ist... I'm sorry, Felix. I'm sorry. Dass ich dich jetzt einfach so praktisch durch einen neuen Anhänger so, ne? Aber du hast ja gesehen, ich krieg dich nicht wieder. Blöderweise. Was echt nicht schön ist, aber naja, ich kann es halt nicht ändern. So. Wem lohnt sich's? Beelzebub lohnt sich. Beelzebub wollte ich sagen. Und warum waren da jetzt Fight nicht zur Auswahl? Kann man, wenn man über 10 ist, schon nicht mehr Dings? Oder habe ich sie nicht gesehen? Weiß es nicht. So. Oder weil er erschöpft ist, das kann auch sein. Okay. Ah, da kommt er. Wenn ich das Schirm gerade hier habe. Können wir auch noch hier... Ich wollte dich nicht... Ich will euch doch inspirieren, Mann. Wie sie immer beleidigt sind, wenn man sie von der Arbeit abhält. Aber will man das ja gar nicht. So, Trainer müssen wir gleich töten. Alter. Es gibt schon echt richtig viel Stuff hier nochmal von dem dann. Da kann man nichts sagen. So, wir brauchen 3 Millionen Goldbarren gefühlt. Andere Sachen brauchen wir eigentlich gar nicht so gerade. Aber guck mal, ich habe ganz viele Goldklumpen auch. Da könnte man mal normale Goldmünzen draus machen. Oh, hier haben wir... Okay. Hier haben wir auch schon wieder alles leer. Und guck mal, die Gehirn-Dings ist eigentlich sogar noch relativ lange, hält die sogar. Ah. So, drittes Tabernakel. Kann ich es auch schon bauen? Nein, weil ich fucking Goldbarren brauche. Kannst du dir doch alles echt nicht mehr ausdenken. So, Predigt. Ich wollte gerade sagen, wir leveln nicht mal mehr, weil wir nichts mehr brauchen. Wir sind voll. Wir sind mit allem voll.
Und jetzt kriegen wir auch noch 4 von 4 Sünde. Dann sind wir hier auch voll. Dann bringen uns die Tafeln auch schon nichts mehr. Ist das krass. Anhänger, die im Kult ausschlüpfen, kommen mit etwas Sünde auf die Welt. Die im Kult schlüpfen? Okay. Anhänger, die im Kult ausschlüpfen, kommen mit viel Loyalität auf die Welt. Also ich habe keine Ahnung, wann Anhänger schlüpfen. Ach, ich glaube, das war die Sache. Stimmt, wenn die sich treffen, können die irgendwie so ein Ei machen in so einem bestimmten Gebäude, ne? Nein, die kommen natürlich mit Loyalität auf die Welt. Wobei wir ja alle Sünde in uns haben. Ach komm, die kommen mit Sünde auf die Welt, so. Es ist beides irgendwie schlecht. Ja, das war die letzte Tafel. Ja, Max. Cool. Toll. Super. Einfach alles voll hier. So. Ach ja, das wollten wir ja auch noch machen. Aber das bringt ja im Moment noch gar nichts. Also diese 80 plus... Ja, ist das auch voll. Cool. Okay. Ich bin fast versucht jetzt einfach noch den... Ja, komm, komm. Wir ziehen los. Kann ich jetzt die erschöpft sind... Oh, ich muss den Kollegen opfern. Wir müssen den Kollegen opfern. Bevor der mir umkippt. Jetzt bringt mir aber... Jetzt kriege ich nicht mal... Also... Jetzt mache ich es eigentlich nur, damit es dann nicht den Glauben runterzieht. Den es wahrscheinlich sowieso in dem Moment nicht runtergezogen hätte, wenn ich jetzt umgebracht hätte. Also ich glaube, ich hätte ihn jetzt einfach vor allem umbringen können, ne? Ich glaube, das wäre jetzt einfach egal gewesen. Ja, zumindest das Anhängerfleisch haben wir jetzt bekommen. Ja. Ah, ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch. So, aber was ist jetzt hier mit Fight und... Da, Fight, okay. Ich will auf keinen Fall euch verlieren. So. Bartman. Rein in die Masse. Und Dings gerade mitnehmen war auch nicht verkehrt. War halt so gut. Abflug. Ach so, stopp. Jetzt haben wir ja wieder Felix. Jetzt haben wir ja wieder einen Felix. Den will ich nie nochmal verlieren. Das wäre es jetzt gewesen. Das wäre es jetzt gewesen, du. Okay, so. Pass auf. Los geht's. Ah, Hunger ist nicht so geil. Wenn die Nacht vorbei ist... Ich weiß nicht, womit werden die... Ich verstehe nicht, womit die krank geworden sind. Hier steht nichts von krank werden. Hier steht nur übergeben und hier steht Fäkalien. Hier steht was zum Beispiel von Krankheit. Wobei den anderen nicht. Warum sind die krank geworden? Ich verstehe es nicht. Aber guck mal, das füllt sogar komplett. So, wenn ich eins davon mache... Aber es füllt nicht komplett. Na komm, wir machen 4 Stück davon. Wird schon gut gehen. So, Abflug. Abflug. Jetzt kostet er nur 25... Okay. Ach, weil der krank ist, kostet er weniger. Ja, okay, aber wir sind nie... Wir wollen mal nicht so sein, den kaufen wir. Kranke Anhänger einfach günstiger. So, Chef.
muss ihn ja nicht sofort reinschicken in die Dings. Das heißt, er kann erstmal krank warten in der Indoktrinationsteil. Dingens. Okay, so. Let's go. Beenden wir es mit diesem Mistvieh, der mir immer meine Anhänger killt. Ja, dich meine ich, Shamura. Fünf werden nichts, gar nichts. Der Pflicht, die ich meinen Geschwistern schulde, kann ich nicht entziehen. Mein Tempel wartet. Ja, ich komme. Ich komme, mein Freund. Ich sag's dir. Oh, ich brauch's mal eine Waffe. Tückischer Dolch. Okay, cool. Dolch ist nice. Gut. Okay. Oh, wir haben so viele Herzen auch am Anfang jetzt schon, ne? Es ist schon alles nicht so schlecht. So, aber jetzt mal hier ein bisschen schneller durch. Jetzt können wir auch richtig viele Dolche werfen. Das haben wir auch gelevelt. Ups. Kann ich mich ein bisschen öfter treffen lassen, was nicht so schön ist, aber hey. So, wir haben zwei Wege. Beide deuten nichts an, okay. Nice. Ich habe vorhin den Blitz gar nicht eingesetzt. Übrigens, wir haben auch wieder Blitz. Ich habe vorhin den Blitz gar nicht eingesetzt, fällt mir gerade ein. Auch ziemlich dämlich, ne? Aber ich krieg ja kein Anhängerfleisch jetzt. Doch ein bisschen, okay. Ein bisschen habe ich bekommen. Okay, guter Raum. Guter Raum. So, ups, ich muss... Hilfe, ich habe mich verklickt. Hilfe, zurück ins Spiel. Oh mein Gott. Okay, ich bin wieder zurück im Spiel. Aufnahme läuft noch? Ja, sehr gut. War kurz besorgt. So. Okay. Wir setzen mal die Blitze ein und gucken mal, was passiert. Alles laggt. Interessant. Interessante Effekte auf jeden Fall. Ich will nur schauen, wie lange es dauert, bis der sich auflädt. Denn es hieß ja langsam. Oh, das war die falsche Attacke. Also die war auch krass, aber nicht die, die ich wollte. Die wollte ich, aber hat nicht getroffen. Chillig. Sehr schön. So, schön Knochen mitnehmen. Okay. Oh, nice. Drei Knochen. Sehr geile Attacke. Okay, hau ab. Und tschüss. Aber noch keine Tarotkarte bisher, ne? Lassen ganz schön auf sich warten. Na gut, kommt auch keine in der ersten Stage. In Ordnung. Okay, hier gibt's Geld. Wir holen Geld.
brauchen Geld. Vielleicht kriege ich ja direkt Goldbarren sogar. Alter! Und eine Karte. Oh, lol. Spinnensäule und eine Karte. Not bad. Bewegungstempo, ja, okay. Guter Raum. Guter Raum. So, Shop. Oh, nice. Füge allen Gegnern entsprechende Anzahl deiner abtrünnigen Anhänger. Okay, nicht so nice. Ich habe nämlich keine abtrünnigen Anhänger. So, gib mir Anhängerfleisch oder irgendwas. Der hat noch nicht so gut funktioniert. Aber dann nicht, ne? Okay, letzter Raum vorm Bossabschnitt. Doppelten Schaden erleiden, aber gegnerische Lebensenergie halbiert. Oh je. Okay, nicht treffen lassen jetzt in diesem Abschnitt. Nicht treffen lassen in dem Abschnitt. Och nein, jetzt killt er mir wieder irgendwelche Leute weg. Ich beneide dich nicht, auch wenn du mich vielleicht noch tötest, so würde ich dich doch nicht mit dir tauschen wollen. Es wird Zeit, diese hässliche Angelegenheit zu Ende zu bringen. Er wartet an der Spitze der scharfen Klinge, das undrinnbare Schicksal, das einem bevorsteht. Er wartet im Auge des wütenden Sturms, wenn ein langer Tag zu Ende geht. Ah nee, er macht gar keine Anhänger, okay. Ist einfach nur ein großer Kampfraum jetzt wieder. Nicht treffen lassen. Scheiße. Gute Gelegenheit für die Blitze gewesen. Gute Gelegenheit für die Blitze gewesen. So. Ich muss wirklich aufpassen, hier nicht so oft getroffen zu werden, sonst ist diese Stage mein Untergang. Okay. Okay, ich glaube, wir kriegen eine neue Waffe. Nekromantenschwert. Nee, dann behalte ich doch meinen Dolch. Tentakeln schlangen in vier Richtungen aus. Das nehmen wir mit. Oh, Weg sagt mir nichts. Könnte beides richtig sein. Der war schon mal falsch. Einmal hier die Tentakeln durchschicken. Okay, sehr gut. Sehr schön. Guter Raum. Sehr schön, okay. Weiter geht's. Oh, so ein Riesending. Meine Tentakel haben überhaupt nicht getroffen. Nein, das war der Treffer. Ach man, meine Tentakeln treffen nicht. Das ist doch Schmutz. Okay, da gibt es einen Kampf, nicht Kampfraum, in einen Ausrüstungsraum. Gehen wir also auf jeden Fall rein. Und dann jetzt gut gucken, ob was davon sinnvoll ist. Also da sind zwei Flüche und ein... Ich glaube, das ist ein neuer Dolch. Vampirdolch. Ja, let's go. Gibt auf jeden Fall Sinn, den mitzunehmen. So.
lieber Herzen generieren. Ist mir gerade wichtiger. Und stärker ist er ja sowieso gewesen. Alter! Blitz! Ja, das war die richtige Gelegenheit für den Blitz. Aber leider keine Herzen hier, ne? Nee. Und Dämonen sind auch noch nicht mit Herz zurück. Oh, Bruder. Okay. So, mach dich weg. Okay, ich glaube, das war's mit der Stage. Ja, Boss Stage. Kein Herz. Oh, Bruder. Die Energie ist nicht gut. Die Energie ist nicht gut. Ich sag's, wie es ist. Die Energie ist nicht gut. Aber zumindest kriegen wir keinen doppelten Schaden mehr in dem Abschnitt. Oh. Was passiert hier? Tückischer Panzerhandschuh. Na, oh, danke, danke, danke. Sehr gut. Oder Ruf der Krone. Nein, dann nehmen wir den Panzerhandschuh mit. Mehr Schaden ist mehr Schaden. Und jetzt haben wir auch wieder den Gifteffekt zurück. Ist halt ein bisschen langsamer, aber das ist okay. So, aber wir kriegen scheinbar in diesem Abschnitt keine Tarotkarten, ne? Oh, Bruder. Okay. Boah, ich bin sehr skeptisch, was diesen Kampf angeht, ne? Gegen Shamura, oje, oje. Ich darf jetzt vor allem nicht mehr vorher zu viel Energie verlieren. Lieber Energie dazu gewinnen. Aber auch hier wieder kein Tarotraum. Nüsch. Nüsch. Sehr gut. Oh, da gibt es wieder einen Ausrüstungsraum. Das könnte nochmal stark werden. Die Hoffnung auf eine goldene Waffe ist noch nicht weg. Gnadenloses Schwert. Donnerbüchse. Donnerbüchse. Stärkere Donnerbüchse. Ich glaube fast die Donnerbüchse ist es, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, ich glaube, die Donnerbüchse ist es schon. Okay. Herzen sind auch wieder gar nicht mehr so schlecht. Mit der Donnerbüchse fühle ich mich jetzt doch so ein bisschen sicherer wieder. Man, gebt euch den Damage. Es ist schon...
wenn man halt wieder schießen könnte. Ups. Dann sind Donnerbüchsen halt schon krass. Also da kann man nichts gegen sagen. So, es geht nur nach oben weiter. Okay, also sammeln wir kurz hier unten ein. Und gehen weiter. Der Blitz ist wieder aufgeladen, aber den würde ich jetzt tatsächlich für den Boss lassen. Weil ich glaube, so weit kann es nicht mehr sein bis zum Boss. Ich glaube, so weit kann... Oh, geil, noch ein halbes Herz. Großartig. So. Ich glaube, das ist die... Ja. Wir haben den Blitz für den Boss aufgerufen. Sehr schön. Okay, Shamura. Ich bin gespannt, ob ich dich hinkrieg. Ich bin gespannt, ob ich dich hinkrieg. Real talk. Einer stiftet Chaos, einer verbreitet die Pest, eine ruft Hunger hervor und dann ist da noch jemand, der sich auf die Macht verlässt. 5 werden zu 4, werden zu 3, werden zu 2, werden zu 1 und der wird zu nichts. Das wird eine riesige Spinne, na? Ja, oder sowas in der Art. Alter, erstmal richtig reinge... Boah! Alter, wir haben schon mal richtig gut Schaden gemacht am Anfang. Ich glaube, das war wieder der Dämon-Effekt. Okay, jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt habe ich keinen Eifer mehr. Müssen wir wieder ein paar Kollegen töten für Eifer. Oder? Aber er kann mir nicht so viel Schaden machen. Das ist ganz gut. Er hat eigentlich keine Chance, mich so richtig zu treffen. Sehr gut. Aua. Ich glaube, das war wieder ein Treffer. Nice. Guter Hit. Sehr guter Hit. Ja, das war's. Amber. Amber. Shamura liegt. Nice. Und die vierte Kette bricht. Derjenige, der wartet. Wartet nicht mehr länger. 156 Münzen. Alter Schwede. Shamura-Trophäe, klar. Und eine Blumenskulptur, okay. Die ist auch jetzt besonders wichtig. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Ja, viele Anhänger bei Shamura verloren. Und Felix hatte nicht mal was damit zu tun. Ach ja. Okay. Aber damit ist auch das vollbracht. Shamura war schwach, nicht weise, sein Forschungsvermögen reichte nicht aus, um die Mannigfaltigkeit eines Wesens wie mir zu fassen.
Es ist an der Zeit, mich zu befreien. Du hast die Ehre, die rote Krone ihrem wahren Träger zurückzugeben. Ich gebe zu, du hast sie fast ebenso gut getragen, wie ich es selbst hätte tun können. Du hast 10 Anhänger geopfert, um den Kult zu stärken, um uns zu stärken. Du hast 4 Anhänger kaltblütiger Morde und ich glaube, es hat dir Spaß gemacht. Ich kann deinen Hunger nach Tod bewundern, Gefäß, aber die Krone gehört mir. Und niemand, niemand ist ihrer würdig. Niemand außer mir. Du wirst dein Leben lassen und mir zurückgeben, was meins ist, damit sich nach einem Jahrtausend endlich alle wieder in meiner Herrlichkeit sonnen können. Aber das ist hier nicht möglich. Das letzte Tor erwartet dich. Beeil dich, es ist an der Zeit. Alles klar. Ich habe deinen Namen schon wieder vergessen, aber du bist derjenige, der wartet. Lamm, das einst im Namen des gefangenen Gottes geschlachtet wurde. Bedenke dies. In wessen Namen ich kann nicht weiterlesen. Schade. Da war der Text weg. Da war der Text weg. Oh. Ich weiß nicht, was ich bedenken soll, aber ich habe was bedacht wahrscheinlich. So. Das letzte Herz. Skeptik und Ketz am Weg zum... Ja, ja, machen wir, machen wir. Oh, Balzebub ist auch alt geworden. Oh, wird man vielleicht schneller alt, wenn ich Dämonen aus einem mache? Kann das sein? Ganz ehrlich, jetzt ist die Loyalität doch eigentlich auch scheißegal, wenn mir das eh nichts mehr hier bringt. Also das ganze Loyalitätslevel ist doch jetzt völlig schnurzpiep egal. Na? Ich krieg ja nichts mehr. Ja. Das bringt mir alles nichts mehr. Okay, cool. So. Letztes Herz eingesetzt. Du hast eine neue Kronenfähigkeit freigeschaltet. Der Tod ist nicht nur das Ende. Stirbst du auf einem Kreuzzug, kannst du wieder erweckt werden und den Durchlauf fortsetzen, indem du einen Anhänger opferst. Ja, was wir natürlich nicht tun werden. Aber es wäre jetzt möglich. Ist okay. So. Dann den Krankenanhänger als erstes holen. Ja, im Grunde ist das jetzt alles egal, weil wir sind im Endeffekt durch. Es kommt noch der Final Boss. Und dann kann man natürlich noch weiterspielen und weitere Sachen machen und so weiter. Aber... Das ist jetzt alles nicht mehr... Nicht mehr so relevant, ne? Ist krass. Ist krass, wie weit wir gekommen sind. Ist wirklich krass. So, dich kann ich jetzt auch heilen mit 120 Blüten. Geht das ganz gut? Okay. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man einen Dämon mitnehmen kann zum Final Boss. Ich weiß es wirklich nicht. So. Also, was könnten wir noch bauen? Wollen wir noch überhaupt irgendwas bauen? Natürliche Bestattung. Ja, das könnte man jetzt auch noch, aber... Ich bin ganz ehrlich, es ist jetzt eigentlich an der Zeit, einfach zu sagen, ey, es war schön, ne? Aber es ist dann jetzt auch mal gut. Ich denke, an dem Punkt sind wir. Dann kann ich jetzt mal noch besonders tolles Essen herstellen. Und dann... gehen wir zum letzten Würfelspiel. Ich glaube, das ist das letzte Würfelspiel.
Hallo Lämmchen, wie läuft es? Ich habe ein paar deiner Anhänger in der Gegend gesehen. Sie tragen schöne neue Kleidung. Oh, was war das, Bob? Wer ist Berit? Dein Bruder? Wir sollten mal Hallo sagen. Dir danke fürs Gespräch. Ach, du bist es. Endlich genug Mut gefasst, um es in der Profiliga zu versuchen? Yes. Oh, was stand da an der Seite? Ah, Fischgericht gegessen. Ja, cool. Okay. Ich glaube, Schrummi ist der Letzte. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir werden sehen. So, Schrummi. Vor dem Final Boss kommt hier der Final Boss. Ich hoffe, es ist der Letzte. Ich bin mir wirklich nicht ganz sicher. Ja, gleich, okay, ich wollte gerade sagen, klau mir doch gleich die 5. Macht er gar nicht. Interessant. Sehr interessant. Jetzt klaut er mir die 5. Nö, ist klar. Verstehe ich. Verstehe ich sehr gut. Nein, jetzt klaut er mir. Aber jetzt ist hier voll. Wenn ich wieder Dings würfel, dann. Na? Dann geht's da drüben ab. Aber ich würfel jetzt halt keine mehr. Das war klar. Das war klar, dass es jetzt nicht mehr passiert. Bruder, wie viel Sechser kriegt er? Wieso kriege ich nur Dreier? Alter. Ich kann ihm keine 4 löschen, ne? Nee. Okay. Okay. Jetzt klaue ich ihm als erstes hier die 6. Jetzt macht er da drüben dicht. Boah, wo setze ich jetzt meine 1 hin? Ich muss ihm hier die 5, ich muss die 1 hier hinsetzen, dann kriegt er aber da wieder Platz. Aber ich kann es nicht ändern. Okay, er hat da drüben dicht gemacht. Wenn ich jetzt 6er würfeln würde. Ja, aber das muss ich halt erstmal tun, ne? Scheiße. Scheiße. Ich muss auf eine 5 hoffen, dass ich ihm hier die 5er löschen kann. Und ich muss hier auf eine 6 hoffen. Aber die 1 kann ich nicht hier reinsetzen, weil das... Nee. So viel Glück kann ich nicht haben. Ich muss die 1 hier hinsetzen. Oder. Ja, geil. Da komme ich nicht mehr ran. Da komme ich nicht mehr ran. Schade. So, Schrummi, let's go. Bin noch nicht mit dir fertig. Okay. Okay, mach gerne da drüben voll. Dann würde ich das für meine 6er reservieren. Okay, er macht voll. Das heißt, alle 6er ab jetzt kommen da drüben hin. Alles, was ich an 6ern würfel, kommt da drüben hin. Und dann hoffen wir mal, dass wir das voll kriegen. Okay. Das darfst du gerne tun. Bauen wir hier 5er auf. Das Problem ist aber halt, ich muss jetzt auch 5er und 6er würfeln, ne? Okay, er gibt mir wieder Platz. 5er. Ich könnte mir jetzt hier auch die 5 klauen, aber das riskiere ich lieber nicht. Ich hoffe einfach, dass er keine 5 mehr würfelt. Okay, die 4 klaue ich ihm. Das ist kein Problem. Ja, setz da ruhig eine 6 hin. Nice! Die kann mir keiner mehr nehmen, die 24. Kann mir keine mehr nehmen, die 24. Nice! Okay. Du hast verschissen in dem Moment, in dem du mich da die 6 hast aufbauen lassen. Hast du komplett verschissen, mein Freund. Sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. War das der letzte?
Das Glück hat, nimm das und eine Revanche oder bist du ein Feigling? Tarotkarte. Eifer füllt sich mit der Zeit langsam wieder auf. Okay. Nice. Ja, okay, das war's. Geil. Astragaloi Arena. Sehr schön. Das ist Glaube. Spiele Astragaloi mit deinen Anhängern. Wenn du gewinnst, erhalten sie Loyalität. Wenn du verlierst, erhalten sie nichts. LOL. Okay, cool. Interessant, dass auch sowas geht. Okay. Sehr interessant, dass auch sowas geht. Wusste ich nicht. Aber hey. So. Okay. Was ist mit dir los? Warum bist du sauer? Ach, du bist Abtrünniger, oder? Du gehst ins Gefängnis, mein Freund. Ich hab dich hier einfach machen lassen. Hab ich ganz vergessen, dass du ja Abtrünniger bist. Das war ja eine Quest, dich anzunehmen. Wem eigentlich? War das nicht von Felix 2? Nee, sonst hätte ich die Quest hier jetzt gehabt. Ja gut. Wir haben nochmal eine göttliche Inspiration. Ah, hier ist dieses Paarungsfeld, wo man dann Eier bekommt. Verstehe. So, rein Interesse halber, was bräuchte ich dafür, um den Quatsch zu bauen? Okay, das würde sogar gehen. Könnte man einfach bauen, okay. Gut, aber ist... Ja, ich brauche jetzt auch den Quatsch dann nicht mehr einsammeln. Wir machen jetzt nämlich Folgendes, Leute. Ich erstelle mir jetzt wieder 3 Dämonen. Felix. Fight. Batman. Und dann gehen wir zum Final Boss. Wir machen das jetzt noch. Ich esse kurz selber noch was. Ups. Nom nom nom. Und dann geht's los. Schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal, wie's läuft. Das hat mich nämlich richtig geärgert. Das hätte nämlich jetzt alles in dem Part hier passieren können, wenn wir in dem letzten Part nicht so viel Zeit verschwendet hätten mit dem ganzen Blödsinn, der passiert ist. Deswegen, was soll's? Rein da. Rein da. Bevor ich dann das Let's Play doch nicht zu Ende bekomme, schließen wir es jetzt lieber ab. In der Hoffnung, dass ich es schaffe. Das weiß ich natürlich noch nicht. Ich glaube, ich kann gar keine Dämonen hier mitnehmen. Kann das sein? Ich brauche 20 Anhänger. Wir schließen den Scheißdreck ab. Och nö. Och nö. Ich brauche 20 Anhänger. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist Nummer 11. Oh mein Gott.
Das heißt ja aber, ich muss dafür sorgen, dass 20 Anhänger gleichzeitig am Leben sind. Oh boy. Oh shit, zählen die jetzt gerade nicht mehr als Anhänger? Weil ich die... Also wären das jetzt schon 13 jetzt mit den Dämonen? Hier steht Anhänger 10. Jetzt pass mal auf. Nee, Bartman ist hier, ist zwar gerade Dämon, aber ist hier, wird hier auch aufgeführt. Okay. Shit, wir haben gerade nur echt 10 Anhänger. Oh no. Oh no. Und er ist ja jetzt wieder alt. Das heißt, er wird mir gleich wieder, er wird mir noch einen Abflug machen. Oh no. Das heißt, ich muss in der Zeit, in der hier gleichzeitig Leute alt werden und sterben, mehr Anhänger holen. Ja gut, da muss ich halt auf ein paar Kreuzzüge nächstes Mal gehen. Gib dir gleich schwach. Ja, ich ermord jetzt einen Scheißdreck. Wir brauchen mehr, nicht weniger. Du kannst mich mal. Du kannst mich mal kreuzweise, mein Freund. So. Oh, ist das alles dumm. Ja, okay. Ja, okay. Toll. Toll. Ja, dann erstmal herzlich willkommen. Habe ich gerade gesehen, dass du schnarchst? Ja. Okay, Hebriti. Dein Bett ist hier. Ja, Hebriti wohnt hier. Passt, wunderbar. Sehr schön. Hat er sich gleich von selbst gedacht, wo er hingehört. So. Ja gut, also müssen wir nächstes Mal... ja, dann richtig... Richtig loslegen nochmal und losziehen und Anhänger rekrutieren. Aber das kann ich jetzt ja nur noch über Dings. Mein Gott, jeder einzelne Anhänger, den wir jetzt durch die letzte Scheiße verloren haben, ist wieder echt ärgerlich. Jetzt oh Gott. Ja gut, wir wissen Bescheid. Ich kann das Spiel noch nicht so schnell beenden. Oh, ich hoffe, wir kriegen das alles in einem Part jetzt dann hin. Danke fürs Zuschauen, weil so viel Zeit habe ich nicht mehr. Naja, wir werden sehen. Und tschüss.